Zum Lieferumfang gehört das 11,6 Zoll große Tablet, ist ein IPS Full HD Display, die ansteckbare Tastatur, eine deutschsprachige Bedienungsanleitung, ein Netzteil und deutsche Tastaturaufkleber, da die Tastatur ein englisches Tastenlayout hat. Das Tablet lässt sich leicht mit der Tastatur verbinden. Man muss nur den Riegelungsknopf drücken, schon kann man das Tablet entfernen und wenn gewünscht wieder aufstecken. Die Tastatur und das Tablet ist sehr fest miteinander verbunden, sodass das Tablet auch bei Bewegung nicht abfallen kann. Die Tastatur ist gut verarbeitet, die Tasten haben einen angenehmen Druckpunkt. An der Seite der Tastatur ist ein USB 2.0 Anschluss. Das IPS-Display des Tablets ist ein absolutes Highlight. Es ist sehr hell, farbtreu und hat gute Kontrastwerte. Zudem ist es sehr blickwinkelstabil. Auch wenn man von der Seite darauf schaut, kommt es kaum zu Farbverfälschung. Ich verwende das Tablet meist mit aufgesteckter Tastatur. Denn so kann man es besser halten bzw. auf den Tisch stellen. Die Verarbeitung des Tablets und der Tastatur ist insgesamt sehr gut. Mit dem schnellen Quad-Core-Prozessor, 6 GB RAM und der 128 GB großen SSD bietet das Tablet genügend Leistung für Office-Arbeiten, das Anschauen von Filmen oder ein Spiel zwischendurch. Hier habe ich gerade bei 3 parallel laufenden Videostreams liegt die Systemauslastung bei ca. 60%. Auf der Oberseite des Tablets befinden sich die Bedientasten für Lautstärke und zum Einschalten. Auf der linken Seite ist der USB-Anschluss, der HDMI-Anschluss, der USB-C-Anschluss, USB 3.0-Anschluss und der Netzteilanschluss. Auf der rechten Seite ist der SD-Kartenslot und der Kopfhörerausgang. Und hier nochmal ein Blick auf den USB-Anschluss an der Tastatur. Die verbaute SSD bietet auch gute Transferraten. Die Stereo-Lautsprecher befinden sich rechts und links an den Seiten des Tablets. Die Verbindung zum WLAN erfolgt im 2,4 GHz Bereich. Bluetooth 4.0 ist ebenfalls an Bord. Ich nutze dies für meine Kopfhörer. Über den HDMI-Anschluss kann man einen zweiten Monitor anschließen. Dies funktioniert ebenfalls absolut problemlos. Ich bin mit dem preiswerten 2-in-1-Tablet sehr zufrieden. Es bietet ausreichend Leistung für die täglichen Aufgaben wie Office und Internetrecherche. Aber auch für ein Spielchen zwischendurch oder für einen schönen Filmabend ist das Tablet bestens geeignet. Ein gutes System zu einem fairen Preis.